Da das letzte Video dieser Reihe so gut bei euch ankam, geht es heute weiter mit dem zweiten Teil, in dem ich euch drei Wege vorstelle, wie man die Order 66 hätte verhindern können. Hätten sich Anakin Skywalker und Padme Amidala nie getroffen, wäre Anakin höchstwahrscheinlich nie ein Sith geworden, weil wie wir in Episode 3 sahen, sah Anakin in einer Vision, dass Padme stirbt und Palpatine sagt ihm, nur ein Sith ist in der Lage, seine Geliebten vor dem Tod zu bewahren. Als Mace Windu Palpatine töten wollte, wurde Anakin endgültig klar, dass nur Palpatine ihm die Macht erlernen kann, wie er seine Geliebten vor dem Tod bewahren kann. Schlussendlich gesehen war Anakin für den Tod Padmes aber selbst schuld. Hätte er Padme nie getroffen, hätte er sich nie Palpatine angeschlossen und Palpatine hätte nie den Klon den Befehl erteilt, alle Jedi zu exekutieren. Schlussendlich gesehen hat Palpatine Anakin nur als Marionette benutzt. Das klingt jetzt ziemlich absurd, aber hätte Anakin Count Dooku während der Schlacht über Coruscant nicht getötet und hätte Obi-Wan Grievous auf Utapau nicht getötet, beziehungsweise wenn Dooku und Grievous hätten fliehen können, hätte Palpatine seinen Plan mit Sicherheit noch nicht ausgeführt, weil die Regel der 2 galt und Palpatine niemals gegen den Sith-Kodex verstoßen würde. Der Krieg wäre dabei aber trotzdem weitergegangen. Wenn wir genau nachdenken, ist zu einem sehr großen Teil Obi-Wan daran schuld, dass die Klone die Jedi verraten haben. Das sind jetzt ziemlich große Vorwürfe, aber hätte Yoda Anakin ausgebildet, hätte er seine Wut und seinen Zorn gespürt und ihn komplett anders unterrichtet oder gar aus dem Jedi-Orden ausgeschlossen. Hätte Anakin seine Wut kontrollieren können, wäre er nie der dunklen Seite verfallen und hätte zudem, denke ich, auch nicht gegen den Kodex der Jedi verstoßen, indem er Padme geschwängert hat. Und das war's dann auch schon mit diesem Video. Ich würde mich wie immer über ein Like und ein Abo freuen, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und in diesem Sinne sehen wir uns im nächsten Video und möge die Macht mit euch sein. Tschüss.